Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, lecker. Scheiße. Ist mir leider angebrannt, aber was soll man machen? Versuchen wir die nächste Ladung. Wir sind in der letzten Folge oft vom Server geflogen am Ende. Und ja, kann passieren. Ne? Dann ist es mir halt schlecht geworden. Gut, es gibt eine kleine neue große Änderung und das ist der liebe Kinnick. Der Kinnick ist jetzt Server-Admin, der hat die kompletten Rechte, hat auch den Server direkt umbenannt und sowas, hat die Schiss, hat das mich nicht getraut. Er hat den Arsch in Hose und hat's gemacht. Gut, danke Kinnick für deine Mühe auf jeden Fall schon mal im Voraus. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dir. Alles klar. Wir waren dabei, Kirschen zu essen. Nein, hier das Gewächshaus zu bauen. Gewächshaus sei schon. Eigentlich soll es eins werden. Aber mal schauen, was wir daraus so zaubern. Ne? Was habe ich denn für Blöcke in der Tasche? Ich habe halt sehr wenig Holz. Ne? Ein bisschen Pappel habe ich noch. Oh, mein Eisen. Ja, der ist natürlich dann auch wieder ausgebrannt. Ne? Weiter fleißig schmelzen. Während wir hier so rumackern müssen. Der Server ist ganz leer heute. Morgen. Ich bin morgens. Auch guck mal, ich bin Admin. Der hat mich als Admin gemacht. Aber ich werde diese Rechte natürlich nicht in Anspruch nehmen. Ich werde einfach nur ganz normal spielen. Logisch, ne? Ich werde mir nichts herschieben oder sowas. Das finde ich nämlich dann ein bisschen öde. So, aber als Admin hat man natürlich auch mal die Möglichkeit, Sachen zu korrigieren, ne? Die andere Spieler verursacht haben. Denn Toyopa hat mich angeschrieben über Stream, über YouTube-Nachrichten. Und ich soll mir mal sein Haus angucken, was ihm da angetan wurde. Das macht ihm so langsam keinen Spaß mehr. Ich bin mal gespannt. Also ich finde, ihr solltet euch hier, auch wenn ihr euch nicht mögt oder so, ne, man macht trotzdem nichts kaputt, was jemand anderen gehört oder gebaut wurde. Das ist ein bisschen schade. So ist wahrscheinlich nicht ein, ja, nicht ein gut, dass ich letztens nicht alle reingehauen habe, ne? Dann wären nämlich jetzt alle weg. Sollte erstmal lang. So, und das bisschen Kohle macht erstmal Dampf unterm Kessel hier, ne? Okay, Plan ist da oben einen Garten reinzubauen. Das sieht jetzt so aus. Ich zeige euch das. Das wird wahrscheinlich heute nicht alles schaffen, der Timmy. Und da brauchen wir nämlich eine Sense. So. Mit Gewächshaus, mit Glasdach und. Na, hier wird dann die Erde drin sein und wir brauchen eine Hake und eine Sense, damit wir überhaupt die Setzlinge bekommen. Also die Hake zum Haken. Eine Sekunde, ich habe gerade meine Handytasche. Das stört massiv. So. Weg damit. Und das Ganze auf der anderen Seite und auf der. Und dann haben wir unsere eigenen Beete hochluftig in der Luft. Gut. Toyopa, ich gehe gleich gucken. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Bitte warten. Weiß nicht, ob du auf die Schilder mit drauf bist. Wäre natürlich jetzt praktisch. Da, tatsächlich. Boah, die Schilder sind aber echt extrem gut gemacht, ne? Da. Hoffentlich wohnst du nicht so weit weg. Ist das jetzt ein Weg oder was ist das jetzt hier? Okay, man wird so ein bisschen im Kreis geführt. Hat sich, boah, cool. Kirschen. Also hier die Wand. Zum Naturschutzgebiet. Hä? Also mit den Schildern komme ich nicht ganz so klar. Spieler Dragna ist dabei. Das sind echt ein paar Spieler, weil ich muss fliegen. Das hat sonst keinen Sinn. Das finde ich hier toll, Opa, nie. Okay, dieser Weg. Ist das schwierig? Aloha. Huhu. So, und als Admin, oder besser gesagt als Serverbesitzer, können wir natürlich auch auf den Log gucken, wer was hier macht. Ne? Also wenn einer irgendwo was kaputt macht, dann kann man das lesen. Also finden wir den raus, wenn es schlimm ist, und dann fliegt er vom Server. Fertig ist die Geschichte, dann machen wir kurz einen Prozess. So, ich glaube, ich fliege noch richtig. Heide Witzka, wo wohnst du denn? Er hat gesagt, mach dir mal die Mühe und komm mal, weil das ist, scheint wohl doch dann deswegen die Mühe heißen, weil es so weit weg ist. Guten Tag. Wie macht man sich denn so einen langen Weg? Nein, Gildan. Ich wohne hier. Bin falsch geflogen. Aber wie weit wohnst du weg? Toll, Opa. Müssen wir einmal gucken. Es tut mir leid.
Sie sind den falschen Weg geflogen. Kacke. Gut, dass ich geflogen bin. Sonst wäre ich die ganze Zeit gelaufen und hätte mich jetzt geärgert. So. Ist der Wald natürlich hier oder habt ihr da nachgeholfen? Der sieht nur mega groß aus. Toll, Opa, wo wohnst du? Und dann sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie immer. So, ich habe noch gelesen. Wäre cool, wenn man so eine Playlist wie Gronkh machen würde. Im Hintergrund, ja, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin ja jetzt ja nicht so der Pro, was Musik betrifft und was ich da nehmen darf. Aber das werde ich schon rausfinden. Werde ich da ein bisschen lesen. Mann, ich habe auch Kopfschmerzen. Ich bin wach geworden mit Kopfschmerzen. Mist, ne? So, dann war es bestimmt der Weg. Das ist das Schild. Da, Europa, doch. Hä? Naja, die Schilder. Die weisen uns zwar den Weg, jetzt sind wir doch gerade auch abgeflogen, oder? Aber, ich check da nicht, dann kommen wir bei Gildern raus. Hui, hier ist keine Abspaltung, nein. Da weiß ich doch gar nicht, wo du wohnst, wie soll ich dich denn finden, Toyopa? Naja, da kommen wir gleich wieder bei Gildern raus. Düsenantrieb. Na, was sagt die Map hier? Wir haben ja hier, das müsste dann, ist das hier Gildern oder ist... Das ist die Mine. Da waren wir gerade bei Gilda, ne? Weiter sind wir noch nie gereist. Warum baut ihr denn so weit weg? Und, kann ich durch den Baum fliegen? Kann ich, yeah. Ich kann auch durch Wände fliegen und durch Erde, also egal. Dann gucken wir gleich mal in Verlängerung zu Gilda, ne? Da kann ich dich leider nicht finden. Warum macht denn einer was kaputt von jemandem, der so weit weg wohnt? Das war jetzt auf jeden Fall Gildern, oder? Ja. Gildern, ja. Wer hat denn da so eine Langeweile? Ach, das ist hier so eine Hütte. Was? Brimstone-Mine. Ja, cool. Hast das Haus benutzt mit Mine? Geil. Sehr geil, 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 geil. Gut. Ja, toll, Opa. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Da kann ich doch nicht gucken kommen. Hier sind wir, die Map lädt. Hallo Kuh. Oh mein Fleisch, es brennt mir schon wieder an. Ist ja kein Weg mehr, kein gar nichts. Hier weiß ich doch nicht, wo ich hin soll. Aha. Das ist eine Ruine, hier war bestimmt noch nie einer. Die sieht irgendwie fail aus. Doch, hier war schon einer. Ich kann ja nicht looten, weil wenn ich... Elefant. Wenn ich jetzt rumfliege, dann loote ich nicht. Das ist unfair. Ja, das ist immer eine Hose mit dem Toyopa. Keine Ahnung, wo du wohnst. Tut mir leid, dann kann ich gar nichts machen. Nicht helfen. Oder besser gesagt gucken. Denn das ist etwas schwierig für Timmy. Hier ist auf jeden Fall was abgesteckt. Das ist ja Gildern noch, ne? Das ist Gildern. Wir fliegen genau auf Gildern zu, ja. Guck ich nochmal rechts davon. Also ich gebe ja nicht auf. Weit von Schuss wohnen sie alle. Wollen mit der Zivilisation nichts zu tun haben. Nein, Quatsch. So. So eine schöne, große, gigantische, unendliche Welt. Da kann man bauen, wo man will. Ich habe das gehört. Was war das? Also jetzt ist gerade einer auf den Server gekommen. Habe ich ja gesehen. Sieht auch so unnatürlich aus, ne? Gut, ja, dann fliegen wir jetzt nach Hause. Tut mir leid, Topper, du musst das einmal beschreiben, wo du wohnst, dann komme ich gerne mal gucken. Außer du hast natürlich schon aufgeräumt, dein Chaos. Und ich schreibe, dass das schon zum zweiten Mal passiert. Und alles wurde geklaut. Das ist unschön, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Wie gesagt, der Regen, der Kinnick, der kümmert sich jetzt ein bisschen darum wegen Plugins und sowas. Dann werden wir mal schauen, ob wir da was finden. Mit Claim und sowas, da kann dann kein anderer was bei irgendwem machen. Na, guck, die Wege sind ja da, ne? Na, Toyopa steht schon gar nicht mehr drauf, wir sind also komplett woanders. Sorry, Toyopa. Bin halt ein ganz schlechter Navigator. Das kann sein. Das ist cool, oder? Gut, wie weit bin ich weg von zu Hause? 1 Million Kilometer, hier ist noch ein Weg. Wir gucken uns das trotzdem mal an, dann nutzen wir das halt einfach, dass wir die Spieler mal bestauen, wo sie so sind. Und wie sie so bauen. Boah, der Regen ist aber stark. Hier entsteht Utax
Baumfarm. Bitte nicht betreten, nicht bauen. B bauen. Zukinnig offiziell. Graven. Mit Schranke. Ich ignoriere diese Schranke. Eiskalt. Gut. Schön. Einmal durchfliegen. Hui. Oh, du hast ein Zelt im Haus. Okay, boah, ihr baut so schön. Das sieht echt gut aus. Und jetzt sogar eine Palme im Haus. Frechheit. Und ein schönes Gärtchen. Uiuiui. Wir haben Sauwetter. Ich muss wohin? Hä? Jetzt checke ich die eigene Map nicht mehr. Meine Zuhause ist nicht mehr. Aber ich weiß, dass Kinnig immer in der wohnt. Sehr fein, sehr fein. Da ist Kinnig. Dann weiß ich, wo ich bin. Alles klar. Schade, schade, Teupo. Ich hätte gerne geguckt. Ich hätte jetzt gerne mal geguckt und feste geschimpft, aber du kennst das ja. Das, die Wegfindung. Ja, wer hat es ja geschrieben? Irgendjemand hat auf meine... Ich habe es ja nicht geschrieben. Sogar sämtliche Werkbänke und Ofen zerstört und alles, was ich an Erzen und sonstiges Inventar hatte, geklaut. Sprich, man hat... Man... Das aber im Spiel an. Was? Sprich das mal... Ja, habe ich ja gerade gemacht. Will keiner gewesen sein. Und es gibt sogar einen Verdacht. Alles klar, wo wohne ich? Jetzt will ich aber weiterbauen bei dem Knalleregen. Ich müsste da wohnen. Ja, das ist das kleine hässliche Haus. Und lande wieder. Oh, das waren jetzt normale zwei. Oh, schon geschmolzen. Ja, schnell. Wir freuen uns über jeden Brocken, den wir später haben. Oh, das scheint mal bald. So. Ein bisschen Kohle. Brennt ganz schön lange. Vor allem brennt Kohle ja so, ne? Gut. Lass uns loslegen. Ich habe bestimmt Erde noch hier drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Niemals. Ich habe keine Erde. Ehrlich, nee, ich nicht einen Brocken. Oh, ich will keine Erde buddeln. Aber ich habe bestimmt Erde irgendwo in andere Kisten, oder? Ich sehe jetzt auf jeden Fall keine Erde. Barren habe ich schön viele. Gold und Mithril habe ich noch nie gefunden selber. Und natürlich Zeugs. Alles klar. Oh, es wird dunkel. Ich liebe es. Ja, Erde. Erde muss her. Heißt, ich baue mir mal ein kleines... Ja, ich will jetzt aber hier unten nicht buddeln. Ich brauche sehr viel Erde, ne? Naja, so viel auch nicht, aber ich brauche Erde halt. Dann habe ich schon gesagt, dass ich Erde brauche. Oh, da ist ein Weg, den kann ich abbauen. Nein, irgendwie gemein. Hier muss ein Abbaugebiet sein. Ich würde jetzt ein knallgroßes Loch machen, das wäre nicht so schön. Abbauen im Naturschutzgebiet nicht erlaubt, verdammt. Ja, toll, Opa. Da steht, dass er lang geht, aber ich bin zu blöd, dich zu finden. Es tut mir leid. So, irgendwie muss doch Erde gehabt haben. Glaube ich gar nicht, dass ich keine Erde hatte. Mach das Loch wieder zu gleich. Damit hier keiner reinpurzelt. Ein Spaten wäre noch eine tolle Sache, ne? So. Der Erdeholer. Tim. So. Fing. Das ist so schön. Ich bin immer ganz entspannt dabei beim Abbau. Was habe ich für 37 Erde? Ja, ich mache ein Stack Erde. So. Habe ich noch ein Loch gemacht? Nee, ne? Muss aufpassen. Am Ende fällt da noch einer rein und bricht sich die Haxen. Das wollen wir doch nicht. Fast ein Stack schon.
Oh, die Musik von Rising World, die kann sich eigentlich hören lassen. Ne? Ist jetzt nicht schlecht. Ich finde es eigentlich ganz angenehm. So, 64 habe ich jetzt voll. Perfekt. Jetzt mache ich noch 2, 3 Stück für Perfekto, für das Loch. Kein Mensch wird wissen, dass da ein Loch ist. Ist ein Geheimloch. Wow. Seht ihr? Keiner wird sehen. Gut, du willst nach Hause. Tief Nacht. Kann man mein Haus überhaupt sehen? Meine scheußliche Hütte? Man sieht sogar die Baumstümpfe. Krass. Da ist meine Muffhütte. Das ist schon echt toll gemacht, das Spiel. Uah. Okay, eine Runde baden gehen. Scheiße. Boah, wer hat sich denn die Mühe gemacht? Das sieht ja super aus, ey. So, ich sehe es. Ich mache Licht an. Fupp. Damit es nicht so dunkel ist. Oh, ich habe wieder was vergessen. Ich sehe gerade den Ofen. Ach, ich bin der schlechteste Grillmensch der Welt. Das müssen wir mal entfernen, was da alles so jetzt rum... Ach man, falsch. Da, achtmal leckeres Fleisch. Auf Wiedersehen. Können die Tiere haben. Ich glaube nicht mal die wollen das. Das war das noch nicht gebacken, noch nicht fertig. So, gut. Lass uns mal gucken oben, ob wir Erde reinmachen können. Und wie das Ganze dann so aussieht. Das sieht natürlich am Anfang kacke aus, weil die Erde erst angepasst werden muss. Ich habe das in der Form, glaube ich, noch nie so gebaut. Das ist es ja. Ob das dann sich haken lässt vernünftig. Gut, mit den neuen roten Rahmen ist das ganz angenehm. Das sah sehr seltsam aus. Normal, jetzt schwebt er noch in der Luft, aber... Da, das wollte ich vermeiden. Lustig, dass wir einsetzen und kriegen dann immer... Jetzt zum Beispiel einen wieder. Ja, das hat ja gepasst. Dann haben wir 2 bekommen für einen. Gut, ne? Man kann dann ein bisschen mogeln. Was machst du denn da? Du sollst das nicht dicker machen. Du blödes Erde-Ding. Was? Komm, wir machen nochmal vorne. So. Das ist jetzt schon ein Kunstwerk, ja. Setzt er Erde, ohne dass er Erde setzt. Da, perfekt. Wir müssen gucken, was das am Ende wird. Müssen wir... Ich weiß nicht, warum der jetzt so eine Wulst draus macht. Der Arsch. Und jetzt bin ja ich. Eisen haben wir ja mit Absicht schon für dich. So. Was soll das für eine Wulst? Du störst, Wulst. Und dann macht er so ganz einen Haufen raus, ne? Erschreckend. Ne? Also ohne Wulst nichts los. Alles klar. Runter. Aus dem Barren machen wir jetzt eine Hake und eine Sichel. Muss mal gucken, was sie kostet. Yeah. Nur irgendein Erz zum Schmelzen in der Tasche? Hier nicht, nein. Irgendein Erz da. Guck mal, noch mehr Eisen. Hm. Ja, Erde. Eisen. So, bis jetzt. Was habe ich hingetan? Da. Ich schmelze unglaublich gerne Eisen. Das ist eine Leidenschaft. So. Alles klärchen. Dann... Waffen, Hilfsmittel, Leitern, Werkzeuge, Medizin, Werkzeuge, verschiedenes Waffen. Okay, das finden wir, glaube ich, in einer anderen Bank. Ich habe zum Beispiel die erweiterte nur noch gar nicht gebaut, ne? Nein, da finden wir das nicht. Da, Werkzeuge, Tim. Sichel, Nudelholz, Sense, ne, Sense noch nicht. Hake. 2, 4 Stücker und ein Hakenkopf. Hakenkopf. Was will der Hakenkopf? Oh, guck mal. Einfach nur Eisenbarren. Schön. Dann Stock. 4-mal. Perfekt.
Und dann nochmal bei, nicht Waffen, verschiedene Hilfsmittel, Werkzeuge, genau. Eine Hake. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar, ne? Mist. Was werfen wir raus? Was werfen wir? Ach, wir haben eine Kiste. Die Rappe voll mit Möben und Kladderadatsches. Leder. Kuhfelle. Er hat es ja nicht gebaut dann, ne? Den Stock, deswegen. Viermal Stock. So. Brauche ich doch gar nicht rausgehen. Werkzeuge, Hake. Gebaut. Gut, wir könnten eigentlich auch schon mal nach der Sichel gucken, wenn wir schon mal hier sind. Sichel, Sichel, Sichel. Ja, Messerklinge hier. So sieht die Klinge aus. Cool, ne? Kann man sich auch von groß angucken. Sieht echt krass aus, so ein Rambo-Messer hier. Morgensternkopf. Hakenkopf ist falsch. Sensiblatt, Sichelblatt. Genau, wir da wahrscheinlich einen Stock haben, ne? Gehe ich mal von aus. Ich mache mal direkt einfach einen Stock, wenn ich den Platz habe. Hatte ich. Und sag mal, bei Werkzeuge, Sichel. Wir haben wieder keinen Platz gehabt. Das gibt's doch gar nicht. Hatte ich doch. Jetzt bin ich verwirrt. Na, wie will ich behalten? Man weiß ja nie. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Was ist das denn? Handblätter. Ach so. Konnte ich nicht gern vorbeigehen, einfach so. Alles klar. Warum habe ich denn jetzt keinen Stock gekriegt? Habe ich was Falsches gedrückt? Die gute alte Sichel. Wir sind stolzer Besitzer von neuen Werkzeugen. Wo ist Haki? Da. Und dann gehen wir mal auf der Suche nach Peperonis. Obwohl, wir müssen erstmal gucken, ob das überhaupt klappt, ne? Wird doch schon Sinn machen. Ich will auf jeden Fall Peperonis haben. Die sehen einfach toll aus. Und Hanfblätter, ganz viele. Uah. Alles klar. Oh, das war falsch. Ey, der baut die weg. Das war nicht Sinn und Zweck. Warum? Warum? Auf beiden Maustasten. Oh. Hat er auch nicht da drunter gesetzt? Nee. Skurril, warum hat er das denn jetzt gemacht? Wo ist denn... Habe ich das falsche Werkzeug gebaut? Die Hake, die hakt doch so schön. Eine Axt macht das nicht, eine Spitzhacke, eine Nudelholz nicht, eine Sense nicht, eine Hake. Ja, die macht das eigentlich. Harke, Hacke. Da gibt es Unterschiede, okay. Du bist so doof. Du bist so doof. Du bist so doof für diese Welt. Hacke, Harke. Ist mir irgendwie nie aufgefallen. So. Ich habe es natürlich schon mal benutzt, ja. Toll, meine ganze Erde und die verschwindet ins Nichts. Habe ich was falsch in Erinnerung gehabt, schade. Ja, so komme ich auf meine Folgenlängen außerdem, ne? Gut. Das habe ich nur 27 Mal, das ist nicht gut. Das ganze Salat nochmal von vorne hier. Für die Maus zu bewegen. Da ist die Wulst wieder, ne? Guck mal, oder? Wo sind wir wulstlos? Nein, nein, er setzt die Erde in der Erde einfach. Oh Gott. Ich habe nicht genug Erde. Okay, was macht er jetzt? Weg. Hä? Ernsthaft? Wo ist der? Wieso klappt das? Will das denn nicht klappen, was ich hier vorhab? Scheiße. Wenn ich das nochmal mache, ist das weg? Wo geht das denn hin? Wieso? Da muss ich vielleicht tatsächlich noch einen Tacken tiefer gehen. Aber es geht nicht, die Fenster sind im Weg. Ich werde noch rausgucken. Nein, das muss klappen. Oder ich verbaue das noch einen Tacken höher. Das ist jetzt aber richtig kacke, muss ich sagen. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das wird jetzt lustig und schön und machen einfach eiskalt so ein Ding dahin. Nö, Pustekuchen.
müssen wir experimentieren noch ein bisschen. Das passt schon so, ne? Jetzt, wie viel Block breit war das denn? 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das soll ja auch gleich groß sein, ne? Weil die Größe hat mir ganz gut gefallen. Das geht nicht. Komisch. Ich habe da schon eine Idee, damit wir die Fenster nicht zubauen. Genau, so war das. Dann war belegt. Geht das so? Ja. Nein! Oh, zu wenig Blöcke. Da doch noch. Puh. Subidubidubi. Schaubi. So. Muss weg. Du musst weg. In den Dreck. So. Plan ist wie folgt. Ich zeige euch das. Wie ich das jetzt erklären? Da habe ich sowieso nur Blödsinn. Also zwei Felder voll. Machen wir dann noch eine Etage drauf. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Das ist halt so ein Blumenkasten. Und das machen wir mit Erde voll. Wieso habe ich das nicht ausgefüllt? Oh, keine Blöcke mehr. Oh oh. Hilfe! Hilfe! Ich muss runterfallen. Au! Oh, und das Ganze wird dann verfeinert noch? Okay. Sieht ja schon sehr, sehr realistisch aus, was ich hier gebaut habe. Ne? Holz. Ich hatte, glaube ich, noch ein ganz bisschen Pappelholz. Ne? Ja. Was? 78 habe ich bekommen? Das ist ja mega. Habe ich aber mehr als nur Pappelholz, ne? Oh. Ja, man kriegt sehr viel Holz, ist halt so. Brauche ich das nicht gleich exakt so wie da auf der anderen Seite? Nee, ne? Nee, wir haben ja den Rand höher gezogen. Gut, 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 ich habe nichts gesagt. Oh, jetzt muss ich schon wieder Erde holen. Nervenerde. So. So, habe ich gesagt, ne? Boah, da brauchen wir aber richtig viel Erde. Das ist nicht schön, viel Erde zu holen. Wo haben wir denn hier eine Mine? Zur Mine, passt doch. Hat man nicht so wie ich gerade Löcher rumknallt überall? Das ist ja hell, weil ich so hell bin. Mineneingang. Ich mach mal. Ist ja überall Licht. Guck mal, hat sogar eine Schmiede hier. Wow. So ein bisschen verändert. Rein in die gute Schlupf. Aber hier sind doch nur Steine. Hier krieg ich doch keine Erde. Da oben, nee. Also Erde ist gar nicht so einfach zu kriegen, ne? Wenn man in so eine Mine ist. Also Stein kriege ich hier tonnenweise. Holen wir die ganze Welt machen wir hier leer. Kinnig seine Verschenkenbox. Tausche Steine gegen Holz. Was? Das, was ihr eintauscht, bitte auf Seite 2 legen. Vielen Dank. Was, wurde hier getauscht schon? Mal gucken. Gar nichts. Hoffentlich hat Kinnig Erde zu verschenken. Verdammt, immer nur noch das Kreuz. Inspiriert durch. Wie geil das aussieht, ne? Ja, da steht zwar die Sandnautiker drauf, aber gut. Erde! Planet Erde. Also du kannst ja nicht einfach hier ein Loch reinmachen bei den Leuten, das geht ja nicht. Aber ich kann mich unterbauen, das ist nicht schlimm.
Du landest am Ende in irgendeine Mine hier drin und checkst gar nicht, wo du bist. So, hier kann ich jetzt Erde bauen. Ist auch schon ein bisschen Kellervorarbeit dann. Ein Fluchttunnel, Panic Room. Das ist eine gute Idee, ne, mit dem Panic Room, fällt mir gerade so ein. Ich darf nur nicht jetzt Zugriff kommen. So, wie sieht der Gang denn aus? Ist ja furchtbar. So tief? Hab ich gemacht? Okay. Also das will ich in dieser Folge auf jeden Fall noch austesten. Und wenn das klappt, bin ich ganz froh, aber das war jetzt ja ziemlich doof gelaufen. Ne? Ich habe das jetzt mir ziemlich viel einfacher vorgestellt. Da kommt schon Stein. Dann darf ich denn hier nicht lang laufen. So, deswegen. Okay. Ich will mal gerne wissen, wo ich jetzt bin. Kann ich auch wissen. Ist praktisch, die Karte. So. Bing, bing, bing. Oh, ich muss mal wieder arbeiten, fällt mir gerade ein. Da geht die Laune gleich im Keller. So, zweimal Erde. Wie viel Erde habe ich denn jetzt? 61. Ja, wir brauchen mehr. Jetzt habe ich die Hake weggemacht, also wirklich. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, weil diese Rillen habe ich mit einer Hake im Kopf verbunden. Ne? Aber ihr habt ja gesehen, das sieht anders aus. Aber gleich wird das, mit dem Doppelding wird das richtig geil aussehen. Ich weiß das jetzt schon. Wo sind wir jetzt? Unterm Haus schon. Kein Dynamit hier versteckt, sehr gut. Ey, ich hab unterm Haus eine Kupferader oder was? Ist ja witzig. Ist das denn auch Kupfer? Ah, Stein, ja, Kupfer ist das tatsächlich. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Erde hier raus. Dann bin ich schon glücklich. Sieht echt cool aus, die Erde. Wie Erde. Nur trocken, finde ich, ein bisschen. Oh Gott. Ich spring hier raus. Ich fliege nicht, nein. Darf ich nicht. Ah, Mann. Komm nicht raus, Mann. Ich will raus, ich komme mir so witzig vor. Okay. Wie viel Erde habe ich? 2,5 Stack. Ich habe bestimmt noch irgendwo Erde liegen. Ich bin doch nicht doof. Ich hatte doch voll viel Erde. Vergleich? Ne, Erde nicht, ne? Aber, oh, ich habe was vergessen, wo reinzugucken. Okay, hier waren ja nur Steine drin. Er hat das so reingemacht, damit das Meer aussieht. Da hat er mir extra geschrieben. So, jetzt schneller. Eine Rübe. So. Was kann hier wieder rein? Nein. Zu viel geklickt. Alles klar. Die Erde verbringen. Was war hier drin so? Dass ich irgendwo Erde übersehe. Hätte ich die ganze Zeit haben dürfen. Und Test Nummer 2. Eigentlich sollte das die Folge schon beenden, hier, das Teil. Doppelte Erde. Wenn das nicht klappt, dann habe ich hier keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Ich kann das doch nicht so lassen, das sieht doch scheiße aus. Da darf man sowieso nicht drauf pflanzen, das ist ja auch noch. So. Komm, ein kleines Erdeli ein. Komm. Komm hier. Oh nein, ich komme ja nicht raus. Ach doch. So, das waren 30 Stück weg.
Was? Bumm. Ist Lucy an das Geräusch? So. Was? Ich habe da keine 2 Tonnen Erde draufgelegt. Das ist ja aber wirklich eine Fusselarbeit gleich, wa? Guck euch das mal an. Hey, mach schon wieder so einen Knackbogen hier, wollte ich gerade sagen. Egal, wir füllen das Ding aus. Wir machen das richtig voll mit Erde, mit Earth. Umso mehr, desto besser. Da rein. Nein, doch, gut. Schön voll machen. Schön voll machen. So, jetzt kommt zum Vorschein die Hake. Ich habe Angst. Das sieht schon mal sehr seltsam aus noch. Sag mal, für ein ordentliches Blumenbeet? Nee. Könnte das werden? Shit. Nein! Guckt euch das doch mal an, wie das aussieht. Das sieht aus, wie ob ich ein riesiges Brot gebacken hätte. Stirb! Stirb! Nein, meine schöne Erde! Ich sag stirb und das tut sie natürlich dann. So. Weiter. Das, irgendwie muss das klappen. Rechts ist komplett entfernt, ne? Scheiße. Okay. Also, ich habe ein großes Problem. Ich glaube, die Fläche ist einfach zu klein, ne? Mein Garten will nicht ganz so Garten werden. Das ist nicht so gut. Dann machen wir es in der nächsten Folge als weiteren Test. Wir haben ja noch ein bisschen Erde da. Ja, irgendwie muss das doch klappen. Was denn? Bumm. Versteht da, was ich meine? Das muss doch irgendwie wenigstens eine gerade Linie geben. Ja. So. So. Oh. Nein! Naja, so. Also so wäre ich schon zufrieden, wenn es so bleiben würde. Ja, so in der Reihe. Aber das ist ja richtig viel Arbeit. Muss auf jeden Fall doppelt immer sein. So, langsam komme ich dahinter. Okay. Ich habe noch zwei Erde. Zweimal Earth. Ah, ich habe plötzlich den Dreh raus. Guckt. Noch ein. Da. Das wird gerade. Das wird gerade. Ob ich hier pflanzen darf, weiß ich noch nicht. Okay. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Es ist schon schwierig, einen Garten zu bauen. Bis zur nächsten Folge Rising World. Bis dann.